So, herzlich willkommen zurück zu Kommentari. Ich bin Ari und wir spielen heute Patrick's Parabox. Das ist eine Demo. Ich habe mir wieder ein paar Demos rausgesucht. Diesmal sind es wohl Rätselspiele, die hier Steam als Demo anbietet. Oder die Publisher oder was auch immer. Ihr versteht, was ich meine. Wir fangen einfach mal direkt an. Ach so, ich muss hier mit. So, ach, jetzt haben wir auch einen Sound. So, da sieht man auch schon den Startscreen. Okay, ist ein bisschen lauter, als ich dachte. Kleinen Moment. So, das sollte besser sein. Okay, so, ein Spiel von Patrick Trainer, I guess. Mit Musik und Tondesign von Priscilla Snow. Na dann, schauen wir uns mal an, was das so für ein Spiel ist. Wie gesagt, wie so oft, weiß ich nicht viel. Okay, also ich kann hier steuern. Okay, ist jetzt ist Level 1. Hier, ich muss hier hin. Nein, doch. Okay, achso, der Block muss da unten hin. Und ich muss da hin. Richtig? Okay, war richtig. Ja gut, ich spiele hier einfach mal ein paar Level. Wir können ja mal gucken, einfach wie weit wir kommen. Ich habe mir jetzt nicht so richtig ein festes Time Limit oder irgendwas gemacht. Mal gucken, ob wir alle schaffen. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Okay, warte, wie kriege ich den da hin? Runterschiebe ist der hier. Kann ich den aber nur noch reinschieben? Wiederherstellen, Rätsel zurücksetzen. Wiederherstellen. Zurücksetzen, okay. Eine Zurücksetzung kann rückgängig gemacht werden. Na gut, wir probieren es einfach mal. Okay, der ist jetzt unten. So. Jetzt was? Wenn ich wiederherstelle, ist der. Passiert nichts. Interessant. Ja, ich kann den aber hier nur reinschieben. Ah! Ach, ja klar. So kann ich den auch rausschicken. Einfach klar. Gerade wo ich es verstanden hatte. Ein zu viel. Okay. Machen wir dasselbe nochmal. Hoch. Da, fertig. Ach, guck mal. Bin schon 3 von 9 fertig. Da unten hin. Was passiert hier? Okay, ich schieb die. Oh! Okay, das ist besonders, weil bisher war ich nicht so, sag ich mal, ich weiß nicht, impressed mit dem Spiel. Oh mein Gott, ich kann da runter. Okay, das ist wirklich besonders für das Spiel. Jetzt bin ich interessiert, wie das Spiel funktioniert. Jetzt bin ich definitiv interessiert. Aha, cool. Ah ja. Oh, warum komme ich da nicht rein? Okay, jetzt, nochmal zurücksetzen. Ha. Wie komme ich denn da rein? Ah, so rum, okay. Okay, das ist cool. Also, wenn jetzt der Block sich nicht mehr weiter bewegen kann, dann kann ich in den rein schlüpfen. Ja. Hoho. Okay, jetzt nichts Dummes anstellen, aber wir sind bestimmt zu weit gekommen. So. So. Okay. Nu, was machen wir nu? Aha. Nee, verstanden. Oh, jetzt ist da eine. Okay, wir müssen den Würfel da rein. Also. Die Siegbedingung ist diesmal in dem anderen Würfel drin. Interessant. Das ist wirklich eine Weiterentwicklung von einem Genre, das ich auf jeden Fall schon so kannte. Oh. Hä? Okay, warte. Schiebe dich da raus. Ah. Ich kann jetzt hier nach ganz unten. Ist das schon das Ende der. Oh! Oh! Hier kommt noch mehr. Ich wollte gerade sagen, ist das schon das Ende der Demo? Okay, ich kann da rein. Aber warum sollte ich da reingehen? Oh! Ich sehe schon, ich kann das sonst gar nicht machen. Ich glaube, ich muss den da drin verstecken, damit ich überhaupt.
dafür da wieder rauskriege. Aha. Bin ich gut oder bin ich gut? hier ist bestimmt wieder selbe Schose. Oh. Dann ist das schlecht. Ich glaube diesmal. Ah, ich hab's schon wieder gemacht. Diesmal müssen wir es glaube ich so rummachen. Ah ne, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Muss ich die nacheinander reinmachen? Also runterbringen, meine ich. Vielleicht, mal gucken. Muss ich den jetzt links rein... Wenn ich den links reinschiebe, dann kann ich den hier wieder her... Ja, ich glaube schon. Ich glaube, so rum funktioniert das. Okay, wir probieren einfach mal. Zack, zack. Jetzt sind wir hinter dem. Wunderbar. Also ich soll da drin sein am Ende. Die. Okay. Schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen, ohne groß nachzudenken. Die 3 ist ganz einfach. Warte mal. Ich muss da rein. So, und die müssen... Hä? Okay. Okay, warte. Kann ich... Nein, das wollte ich nicht. Kann ich den da rein? Oh mein Gott, okay, das ist trippy. Geht das dann? Oh! Okay. Das war krass. so, was geht hier ab? Hat das mir jetzt... Doch, das hat mir geholfen. Ah, ich habe keine Ahnung, was ich tue. Mein Gehirn verarbeitet einfach wie so ein... Warum ist das jetzt immer noch rot? Habe ich falsch gemacht? Zum Hub? Hm. 1 oder 4, 5? Doch, ich glaube, das ist richtig. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Ich fühle mich gerade wie Ant-Man oder so. Dude. Okay. Oh, wow. Okay. Oh, that's me. That's me. Okay, es ist also alles gemirrored. Lass mich kurz überlegen. Kann ich das irgendwie ausnutzen? Kann ich hier raus? Oh. Infinite! Okay. To infinity! Okay, good name is it. What do I do now? Ah, okay. Oh, okay, this is so trippy. Oh, wow, das macht... Wow, okay. Das ist echt... Wow. Mein Kopf ist gerade... aber gefällt mir. Gefällt mir auf jeden Fall. Shit. Oh. Oh, wie krass. Oh, wie krass. Warte, ich kann jetzt einfach... Oh. Oh, wie krass. Oh Gott. Okay, mein Gehirn ist wirklich so... So 70% von wegen... Like, oh, ich weiß, was ich tue. Und 30% just... Oh. Okay. So, diesmal. Warte mal. Habe ich überhaupt irgendwas gerade gemacht? Ich bin verrückt. Uff.
So, und dann. Oh Gott. Okay. Es tut mir leid, dass die Kommentare gerade alle so ausfallen. Es ist nur echt, also. Oh shit. Ich kann gerade nicht gleichzeitig meine geistige CPU zum Reden benutzen und für diese Level. Das sind wirklich gute Level, muss man dazu sagen. Das ist eine coole Demo, also gefällt mir auf jeden Fall. Warte mal, wie kommen wir hier raus? Ich muss das irgendwie hochschieben, sonst komme ich ja hier gar nicht weiter. So, jetzt bin ich draußen. Und jetzt kann ich vielleicht. Ach, ich kann hier nicht raus. Aber hier kann ich raus. Dann kann ich eins verschieben. So. Jetzt war's. Ah, jetzt bin ich oben. Das hat mir nicht geholfen. Das hat mir gar nicht geholfen. Verdammt. Das hat mir echt gar nicht geholfen. Okay, hier könnte es sein, dass ich jetzt echt. Hier könnte es sein, dass ich jetzt echt Probleme bekomme. Jetzt bist du un. Aber jetzt was? Er hat keine mehreren Ausgänge. Wenn ich es runterschiebe, ist es nur wieder stuck. Kann ich nach rechts raus? Wie kriege ich das da nach links? Ich kann es nicht drehen. Warte, ja, okay. Jetzt habe ich's. So, haha. Okay, das war schon ein bisschen schwerer. Haben wir das abgemacht? Ne, wir haben das oben gemacht, ne? Machen wir das auch nochmal schnell. Interessant. So, ich muss das irgendwie hier runterschieben. Lass mal sehen. Ach, erstmal komme ich gar nicht daran. Sehr interessant. Mal da rein. Ich gehe mit dir mit. Und jetzt weiß ich auch nicht. Ah, nee, ich muss es unten reinschieben. Aha. Ah. Wie mache ich denn das? Aha. Warte, wie komme ich denn da unten dann ran? Wenn es hier ist, dann müsste ich ja irgendwie. Ah, doch, ja, okay, ich weiß, glaube ich. Wie. Okay, also das, dann gehen wir hier rein. Dann gehen wir hier durch. Nach da unten. Jetzt bloß nicht. Bloß keinen Fehler machen. Gehen wir raus. Schieben das an die Stelle und fertig. Haha! Okay. Oh. I guess. Oh. War das eine dumme Idee? Ich glaube, es war eine dumme Idee. Hä? Warte, wie komme ich nicht so weit runter? Okay. Oh. Ah ja, okay. Jetzt ist das da. Das dahin. So. So. Man muss nicht immer alles lösen. Rein, raus so. Okay. Warum? Warum wird mir das jetzt erklärt? Muss ich? Warte mal.
Achso, und ich habe einfach noch zum Spiel rausgeklickt. Schauen wir mal, wie machen wir denn diesmal? Ich würde sagen, das sollte wahrscheinlich dahin. So, auch wenn ich gerade nicht weiß, wofür. So, und dann. Dann. Ah, warte mal. Doch. Packen wir das irgendwie da rein und dann gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Wir können das ganz vorsichtig hier hin bewegen. Dann ist das fertig. So. Bringen wir das wieder raus an die Stelle und. Oh, 13 von 13. Wir können schon das letzte machen. Ja, dann wollen wir uns das mal angucken. Oh, ups. kann ich weitermachen? Okay, erstmal lese ich es vor. Sorry. Danke, dass du die Demo zu Patrick's Paradox gespielt hast. In der Vollversion werden nach und nach weitere Mechaniken und rekursive Wendungen enthüllt, während du tiefer in das System eintauchst. Insgesamt bietet sie über 350 handgemachte Rätsel, von denen jedes auf einer neuen Idee beruht. Wenn dir die Demo gefallen hat, die Vollversion ist jetzt zum Kauf erhältlich. Ach echt, ja? Okay. Kann ich auch nochmal zurück? Oh, ich kann nochmal zurück. Okay, das finde ich voll gut. Wir versuchen noch, die letzten Rätsel hier zu lösen und dann, sonst ist die Episode auch echt kurz. Aber es hat mir sehr gefallen. Also es ist echt cool, auch, dass sie jetzt gerade zum Kauf angeboten wird schon. Das ist eine sehr gute Idee. Ich habe nämlich eigentlich echt Lust, das weiterzuspielen. Okay, lass mal sehen. Ah ja. Oh, warte mal. Wie kriege ich denn das um die Ecke? Weiß ich jetzt gar nicht. Okay, ich glaube, ich habe das schon verkackt. Also eigentlich muss ich den blauen Würfel in das gelbe bekommen. Weil ich den da hier reinpacken kann und dann... Aber oben. Und dann kann ich den transportieren. Das heißt, ich muss das irgendwie einladen, aber in einer Art und Weise, dass ich das Ding noch bewegen kann. Das heißt, der muss irgendwie hier hin. Und dann lade ich das so rein. Und jetzt müssen wir den da hinpacken. Und dann, ja, okay, haben wir unseren Transport geschafft und fertig. Ah, ich mag solche Rätsel. Auf ins nächste, okay, okay. Wo ist denn? Ah, achso, jetzt habe ich gefunden, was das Problem ist. Das Problem ist, dass wir da rum müssen. Okay. So, das sollte also gehen. Swoop, swoop. Problem solved. Hier wieder selbes Ding, wa? Mit dem Ding können wir von... Warte mal, von wo wäre es dann am besten reinzugehen? Ich schätze von hier. Dann können wir hier einstapeln. Ne, warte mal, das funktioniert gar nicht. Weil ich den jetzt wegschiebe, ja. Okay, vergiss es. Dann muss der doch... Oh. Hier so hin. Oh. Okay, gucken wir mal, ob das trotzdem noch funktioniert. Auch wenn ich gerade die ganze Zeit Mist baue. Ah, ich habe wieder... ich pack die ganze Zeit... Ich habe die richtige Idee, aber ich pack sie an die falschen Stellen. Okay, warte mal. Der braucht... Okay, ich muss meine Energie gerade auf Denken verwenden.
Einen Moment. So, jetzt. Okay. Diesmal hat es auch so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Na, noch ein paar Rätsel übrig. Wieder so ein Trippy-Rätsel. Die finde ich aber fast am besten. Die gefallen mir echt. Warte. Achso, nee, wir haben ja zwei Bausteine. Jetzt können wir seine Position manipulieren. Oh, das war, war ganz zu schnell. Zack. Ich habe auch mal angefangen, Barbara's You zu spielen. Fand ich etwas schwerer als das hier jetzt gerade. Wenn ihr Lust hättet, das auch mal zu sehen, wie ich versuche, das Spiel abzuschließen. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, ich habe nicht sofort aufgehört, aber es klingt so, als wäre ich voll schlecht da drin. Aber ich war schon ziemlich stuck irgendwo vielleicht, keine Ahnung, an frühe Mitte oder so wahrscheinlich. Kann man aber auch gerne mal machen auf dem Channel, wenn da jemand Lust drauf hat, einfach mal einen Kommentar schreiben. Mach einfach mal so. Bin gerade nicht so ganz sicher, was ich gerade tue. Ich werde sie machen. Mal. Mal. Ob mir das was hilft, wenn ich hier reinfahre. Nicht wirklich, ne? Warte mal. Obwohl, ich glaube, das ist auch eine dumme Idee, aber wir gucken mal. Ja, das hat mir auch nichts gebracht, warte mal. Nur ein Ausgang wieder. Ich mag die Dinger nicht, wenn die nur einen Ausgang haben. Mal kurz hier raus und guck mal, ob wir die anderen lösen können. Okay, es hat zwei Ausgänge, das gefällt mir schon mal mehr. Okay, lass mal sehen. Warte, was passiert eigentlich, wenn wir das rausschieben? What? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Kann ich da rein? Nee. Okay, was ist passiert? Ah! Reset! Oh. Okay. Achso, jetzt kann ich das gar nicht schieben. Okay, lass mal sehen. Wie macht man denn das? Okay, ich will es aber nochmal probieren. Jetzt komme ich doch nicht mehr rein. Ich gar nicht mehr rein. Okay. Never mind. Mm-hmm.
Also in einen Block Studierende zu schieben ist nicht das Problem. Problem ist das hier. Ja, dafür müsste man irgendwie eigentlich nach rechts raus. Aber ich... Ach so, warte mal. Doch, warte, das kann ich... Doch, ich, mit dem geht's. Dann kann ich nämlich hier rechts raus und dann komme ich nicht nach unten. Bravo. Bringt jetzt auch nicht mehr so viel. Und jetzt komme ich mit dem Blauen nicht mehr voran. Okay, ja, die letzten paar sind echt schwerer. Ich kann mir nochmal die anderen angucken. Aber die beiden, da tue ich mich echt schwer. Warte, ich wollte eigentlich noch gar nicht hier wieder rein. Den kann ich noch nicht betreten. Okay, warum sind die rot? Verstehe ich auch nicht. Warum sind die rot umrandet? Oh, wait. Warte, was habe ich gerade gemacht? So. Aha. Yes. Yes. Okay. Oh mein Gott, wir haben es gelöst. Yes. Okay, eins noch. Eigentlich zwei. Verdammt. Oh no. Oh mein Gott, oh, das war so einfach. Oh mein Gott. Why? Hä, wo bin ich jetzt gelandet? Ach so, in dem daneben. Oh. Okay. Ich vermute mal, ich soll die rausschieben. Nein, das ist eigentlich einfach. Achso, dann muss der kurz weg hier. Oh. Ja, das war jetzt doof. Achso, nee, funktioniert trotzdem. Hey, wir haben es alle geschafft. Ja, geschafft. Ach, warte mal. Das war ja irgendwie so ein Level in dem Level, wa? Ah, ja. Krass. Ja, aber echt cool. Wir gehen jetzt hier nochmal darauf. Und ja, also wenn euch das gefallen hat, dann gerne... nochmal selber die Demo spielen oder eben gleich kaufen. Ihr habt ja gesehen, was euch erwartet. Ich werde es auf jeden Fall auf meine Wunschliste setzen. Ich weiß nicht, ob wir nächste Zeit dazu kommen oder ob wir es überhaupt nochmal auf dem Channel spielen, aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich werde das Spiel sicherlich nochmal holen. Ja, und damit verabschiede ich mich dann von euch für heute und sag euch bis zur nächsten Episode morgen. Bye!